Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute scheint die Sonne mal wieder sehr schön hier ins Wohnmobil. Da macht das Videodrehen natürlich nochmal um einiges mehr Spaß. Was haben wir heute? Wir haben heute ein Thema Teppichboden bzw. Fußbodenbelag fürs Wohnmobil, fürs Reisemobil, für den Wohnwagen. Da gibt es von den Herstellern der verschiedenen Modelle natürlich fertige Teppichsätze, nur die kosten leicht mal ein paar hundert Euro. Die sind also schon mal ein bisschen heftig teuer. Man kann das aber auch mit ein bisschen Do-it-yourself-Geschick selber machen. Und das habe ich jetzt gemacht, und zwar geht es da erstmal drum, von dem ganzen Fußboden, den man hat, so eine Art Schablone zu machen, die man dann nachher auf einen kompletten Teppichboden legt, den man dann kauft und dann mit dem Teppichschneidemesser dann entsprechend so ausschneidet, dass es dann wunderbar in einem Stück ins Wohnmobil, Reisemobil oder in den Wohnwagen passt. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Diese Matrize oder diese Vorlage könnt ihr dann natürlich auch immer wieder nehmen. Das heißt also, wenn der Fußbodenbelag euch mal nicht mehr gefällt, wenn er kaputt ist, wenn die Farbe plötzlich nicht mehr stimmt, braucht ihr einfach nur diese Vorlage wieder zu nehmen, auf einen neuen Teppich drauflegen, den ihr euch kauft, und dann habt ihr sofort wieder einen neuen Teppich. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die einzige Arbeit ist die, das erste Mal so eine Vorlage zu basteln. Das macht ihr entweder mit Pappe, mit Pappstücken, die ihr auf den Boden legt und dann praktisch mit der Schere dann entsprechend ausschneidet und dann nachher diese Pappteile zusammenklebt, am besten mit Paketband, und dann eine Vorlage euch bastelt. Oder meiner Meinung nach die bessere Variante: ihr nehmt euch eine dickere Folie, die könnt ihr euch im Baumarkt kaufen, die auch gleich dann für die ganze Größe ausreicht, und dann legt ihr einfach die Folie auf den Boden und dann schneidet ihr halt dann um eure Möbel rum, so wie dann nachher der Teppichboden entsprechend ausgeschnitten werden soll. Das alles durfte ich mir ersparen, weil die Vorbesitzer hier von meinem Wohnmobil sich das schon gebastelt hatten. Nur der Teppich war leider in einer Farbe, die jetzt nicht so ganz meins war. Aber so konnte ich natürlich einfach diesen Teppich komplett rausnehmen. Habe mir einen Teppich im Baumarkt gekauft, einen Velour-Teppich. Und dann brauchte ich einfach nur den gebrauchten Teppich drauflegen und dann mit dem Teppichmesser dann ausschneiden. Und dann habe ich meinen neuen gehabt. Wunderbar. So, also die Vorlage, die ich brauchte, war in der Breite 2 Meter und in der Tiefe 4 Meter. Und dieses Stück habe ich mir einfach dann, ich habe mir Velour-Teppich besorgt im Baumarkt, habe ich 75 Euro für bezahlt. Das heißt, für 75 Euro kriegt ihr, das ist so eine mittlere Güte, natürlich könnt ihr euch auch original Vorwerkteppich oder sonst was holen. Da könnt ihr dann auch schon mal 15 oder 20 Euro der Quadratmeter bezahlen. Vinylboden, habe ich gesehen, ist sogar teilweise günstiger. Also guckt da einfach mal, was euch gefällt. Bei mir waren es halt 75 Euro. Das Reinlegen ins Wohnmobil selber ist ein Klacks, wenn ihr ordentlich gearbeitet habt. Ihr müsst nicht auf die Millimeter arbeiten, aber schon auf einen Zentimeter. Also um einen Zentimeter solltet ihr euch jetzt nicht verschneiden. Aber dann habt ihr halt im kompletten Wohnmobil, Wohnwagen einen wunderschönen liegenden Teppich für relativ kleines Geld. Und ich muss euch sagen, seitdem er drin liegt jetzt ein, zwei Tage, das ist wirklich der Hit. Das Feeling, das Wohnfeeling im Wohnwagen bzw. hier bei mir im Wohnmobil ist um einiges besser. Das ist alles leiser. Es fühlt sich auch vom Gehen her natürlich sehr, sehr schön an, und es ist einfacher zu reinigen, meiner Meinung nach. Ich habe euch ja schon ein Video gezeigt von meinem Akku-Handstaubsauger, den ich hier entsprechend benutze in meinem Wohnmobil.
Und das ist dann relativ leicht zu machen. Er ist pflegeleicht und wie gesagt, wenn er mir irgendwann mal nicht gefallen sollte, eine andere Farbe her soll oder so, dann nimmt man den einfach raus, kauft sich wieder 4x2 Meter, legt den alten drauf, schneidet mit dem Teppichmesser aus und hat dann einen frischen neuen. Also relativ einfach und preiswert. So, apropos preiswert. Wir wollen natürlich nicht, wenn wir jetzt einen schönen Teppichboden oder Vinylboden oder was auch immer für einen Boden haben, wir wollen keinen Dreck im Wohnmobil oder im Wohnwagen haben, das ist klar. Damit wir uns den nicht jedes Mal, wenn wir rein und raus gehen, mit ins Wohnmobil reinbringen, ob jetzt Teppichboden oder nicht, ist egal. Da gibt es hier solche vorgefertigten Teile für die Trittstufen. Das sieht dann so aus, da tritt man drauf. Das ist jetzt fast die gleiche Farbe wie mein Teppichboden. Gibt es aber auch in Grau, in Schwarz und in anderen Farben noch. Und das ist das, wo man, das ist auch waschbar. Das ist ein sehr grobes Material. Also wenn da auch mal Matsch drauf sein sollte, ist das egal. Und festgemacht wird das relativ einfach hier mit solchen Federchen. Kriege ich jetzt nicht raus. Ich mache es gleich. Ich montiere mir das gleich drauf und dann zeige ich euch das, wie das aussieht. Ich habe mir jetzt hier 2 Stück gekauft. Kostet, ich habe jetzt pro Stück 15 Euro bezahlt. Also wenn die gut funktionieren, ist das auch in Ordnung. Passt eigentlich universell. Wie gesagt, ich brauche jetzt hier für meine Trittstufen, ich habe bei meinem Wohnmobil 2 Trittstufen, also brauche ich 2, ansonsten nur 1. Ja, das gucken wir uns dann auch jetzt mal entsprechend an, wie das dann fertig montiert aussieht. Ja, wie ihr gesehen habt, da passt nur 1 drauf. Meine 2 Stufen, die Mechanik ist so, wenn ich beide, die sind ja relativ dick, die Teppiche hier für die Stufen, wenn ich beide drauf mache, dann passt das oben nicht mehr und dann will die Stufe, dann merkt die, oh, hier ist irgendwas, dann gehe ich wieder auf. Kann ich also nur 1 drauf machen. Macht nichts, habe ich 1 als, als Ersatz entsprechend. Passt schon. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Und ich kann jedem empfehlen, legt euch einen schönen, leckeren Teppich, solange ihr keine Allergiker entsprechend seid, dann vielleicht einen Vinylboden, aber legt euch einfach einen schönen, mollig, warmen Teppich da rein, um die 100 Euro oder unter 100 Euro und ihr habt ein wesentlich, wesentlich schöneres Wohnfeeling im Wohnmobil und es sieht auch noch toll aus und meiner Meinung nach, soweit ich für den Teppichboden hier sprechen kann, ist er auch relativ leicht zu pflegen. Das soll es gewesen sein. Ich mache es mir hier jetzt gemütlich. Ich hoffe, ihr euch auch und würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video hier wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut, fahrt vorsichtig, bleibt gesund, tschüss.